Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Heute die UEFA Nations League. Ja, es ist kompliziert. Ich könnte das jetzt ganz genau erklären, aber das würde eine Viertelstunde dauern. Kurz zusammengefasst, alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA nehmen teil. Nach einer Rangliste sind die Teams in 4 Ligen aufgeteilt und das Abschneiden in der Nations League hat Einfluss auf die Qualifikation für die Europameisterschaft. Deutschland ist zusammen mit Spanien, der Ukraine und der Schweiz in einer Gruppe der Liga A. Die hat dann noch 3 weitere Gruppen mit europäischen Top-Teams. Die 4 Sieger der Liga A spielen in einem Finalturnier um den Sieg der Nations League. Klingt alles sehr verwirrend und ist es auch. Hä? Am Ende bleibt der Eindruck, die UEFA wollte noch eine Geldquelle erschließen. Andererseits die sogenannten Freundschaftsspiele, die ja auch niemand braucht, die fallen dafür größtenteils weg. Radio SAW deckt auf die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radiosaw.de.